Gut, dann speichern wir noch mal kurz. Und dann schauen wir uns die Cutscene am Ende noch ein letztes Mal an. Die vermutlich letzte Cutscene, die wir dreimal sehen mussten in diesem Spiel. Denn danach gibt es, wie gesagt, nur noch ein einziges Finale nach diesem Finale. Um diese Serie zu beenden. Wir kommen. Schlüsselschwertfriedhof. I was told the master was struck down. Yes, that's right. I was stupid and helped Xehanort do it. The master, he tried to hurt Ven. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the Master. I did need to be watched. I went astray. But no more. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Xehanort wants me and Vanitas to fight. Make some kind of keyblade. But the master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But it scares me to death. Even just the thought of it. Relax, Ben. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to... The three of us can never be torn apart, all right? I'll always find a way. I'm asking you, as a friend. Just put an end to me. Behold, these lifeless keys used to be full of power, united with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged,
countless Keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade! Welche Rolle wird Mickey hier wohl spielen? How about you leave the popsicle with me, so you can go have your little fight with Terra. You can't be too happy about him deep sixing your master. Who are you? You think you two have got some grand role to play? As if. You're only here so that when I finish you off, Terra will succumb to the darkness. So, who wants to go first? Shut up! Oh, so this kiddo thinks he's a full-fledged Keyblade wielder. He's got the angry look down. Go ahead if you want to waste your time. Keep trying to drive us apart with your mind games. It'll never work. Prove to you he's stronger! Aqua! Dann werden wir jetzt Aquas Endfight bestreiten. Wie es ausgeht, haben wir ja bei Ventus schon gesehen. Also auf geht's, besiege Break! The fuck. Ich habe jeden Knopf gedrückt, den mein Controller hatte, aber ich konnte nichts machen. Seitdem, sobald mich der erste Schuss von seiner Waffe trifft, bin ich instant tot. Man kann nichts dagegen machen. Wie bescheuert ist das denn jetzt schon wieder? Oh. Ich hätte mich auf einen einigermaßen vernünftigen Endboss-Fight gefreut.
schieß deinen Scheiß doch ab. Reload. Take this. Gut, dass er ankündigt, wenn er nachlädt. Okay. Mal sicher gehen und lieber zu früh als zu spät heilen. Aber in dem Fall glaube ich gar nicht mal so schlecht. Okay, dann kann man ihn damit gut Schaden machen. Man sollte bei ihm also eher auf Distanz bleiben, habe ich schon verstanden. Stelle steht, ist man aber sehr schnell dahin. Okay, hat nichts gebracht. Zwei Lebensleisten, die er hat. Ja, natürlich spawnen doch gleich in seiner Attacke drin. War gar nicht schlecht, das hat dir verdammt viel Damage gemacht. Wenn ich ihn jetzt noch zweimal mit unserer Anvisierungsattacke treffe, dann ist es schon was gewesen. Also los! Was weiß ich wohin. Und feuerfrei. Ende, mein Freund, Ende. Aber sowas von vorbei. Oh verdammt, unsere EP sind gestiegen. Es war nicht das Ende. Ventus hat nach seinem Finalkampf noch einen Finalkampf bekommen und auch Terra hat nach seinem Finalkampf noch einen Kampf bekommen. Wird Arco wohl noch einen zweiten kriegen? Sieht so aus. I keep forgetting don't mess with Keyblade wielders. But you know what? That just means I made the right choice. Well, he wanted me to buy time, and I'd say he got it. What? Ven! Uh,
I'm asking you, as a friend, just put an end to me. Gosh, I'm glad you're okay. Goodness. Fen, you're safe. Fen. Oh. His heart has become a part of mine now. This Keyblade will open a door. One that leads to all worlds. Then, Keyblade-bearing warriors will flock here from each and every one of them to battle for the light within Kingdom Hearts. And just like the legend says, the Keyblade War will begin. Shut up! I'm sick of your nonsense! Give Fen his heart back! Also hat Ventus den Kampf doch nicht gewonnen? Das sah am Ende der Ventus-Story aber ganz anders aus. Na super, Kampf gegen Ventus. Beziehungsweise die Fusion zwischen Ventus und Venidas. Siege zusammen mit Mickey Venidas, der mit Ventus verschmolzen ist. Das Keyblade. Ja, komm rein, ich möchte gerne Damage machen. Dann haben wir ein bisschen Damage gemacht. Was war das denn? Wie soll ich dem denn ausweichen? Dieselben Tricks drauf wie Venidas. Aber mit Mickey an unserer Seite könnten wir immerhin eine Chance haben. What? Okay. Oh, wir machen aber verdammt viel Damage. Der hält nicht so viel aus. Hat wohl keine gute Verteidigung, der Typ. Oh, verdammt, unsere Fokusleiste ist nicht mehr gut. Wegen dem Kampf davor. Da haben wir alles verschwendet. Mickey ist gleich down. Feuer frei. Immerhin ist die erste Lebensleiste weg. Tja, wir sind verwundbar. Du kannst eine Superattacke ruhig raushauen, Kumpel. Jetzt hast du dir wohl anders vorgestellt, was?
glaube, wir haben dich da schon wieder getroffen. Und sind wieder mit dem Kram an. Oh, oh, wir haben sie geheilt. Ja, das schon wieder. Aber es ist machbar. Es ist ein ganz machbarer Kampf. Die Attacken sind nicht so mega schwer auszuweichen. Und selbst wenn man einen Fehler macht, ist man nicht immer instant tot. Ja, Mickey geht gerade nicht. Ich war ja schon anders auf ihn. Jetzt geht's. Na, komm her. Komm her, geh noch einen Schritt näher. Komm noch einen Schritt näher. Ja, dann treffen wir dich halt nur so. Lass mich bitte kurz heilen, danke. Oh, oh. Aber die Heilung hat funktioniert. Das lange hältst du wohl nicht mehr aus. Das hat dir ordentlich was abgezogen, glaube ich. Ach du Kacke. Ja, das hat dir auch ordentlich was abgezogen. Dann nimm das! Oh. Muss nicht noch sterben. Wir hätten was so, Mickey. Oh yeah. What's wrong? Giving up already? Tara, Ven, lend me strength. You're just wasting your energy. It's gone all haywire!
Xehanorts Bericht Nummer 7. Consciousness. Fortunately, Mickey found you and Ventus drifting in the lanes between and brought you back to me to receive proper care. I am sorry, but there was no sign of terror. I see. Ventus! The boy's heart is sleeping. When will he wake? I could not say. It is almost as though his heart has left. Should it return, he may very well wake. Should it not, then he may sleep like this for all eternity. No. I'll keep him safe. Until he wakes. Forever if I have to. I will tell you what your friend needs right now. It is not your protection. He needs you to believe. You see, Ventus's heart hangs in the balance. It sleeps in the place between light and darkness. From all I can perceive, that means he will be looking for a friend, one who believes in him, to show him the way home. Just as long as you love him, then Ventus will be able to find you when he wakes. He can follow that love back to where he belongs. The Realm of Light. Ah! Don't you worry, Aqua. I believe in Ben, too. Gosh, he's been as good a friend to me as anybody. And if both you and me believe in him with all our hearts, then he'll have two lights to follow instead of one. Three lights. Terra. But Terra's gone. Maybe for good. Mm-mm. I think I know how to find him. Ja, damit gab es für Aqua eventuell auch ein kleines Happy End zumindest. Wir haben gesehen, wie die ganze Sache geendet ist. Terra, ja, wir wissen, was mit Terra passiert ist. Leider wissen die anderen das nicht, aber wir wissen, was mit Terra passiert ist. Der hatte definitiv kein Happy End. Ventus, ja, schläft im Herzen eines Vertrauten. Und Aqua macht sich auf die Suche nach Terra. Aber es gibt, wie gesagt, noch ein großes Finale nach den drei Stories. Und ich kenne die Story, wie gesagt, schon. Nicht hundertprozentig, aber ich kenne sie, weil ich mir damals nachgelesen habe, weil ich nie eine PSP besessen habe und wusste, dass ich niemals eine bekommen werde. Deswegen dachte ich, ich werde niemals dieses Spiel spielen können und habe mir deswegen damals die Geschichte so durchgelesen. Jetzt sehen wir, dass es doch dazu kam, dass ich die Story einmal spielen konnte. Das freut mich sehr. Ja, und deswegen kann ich zumindest so viel schon mal verraten, dass das, was jetzt noch kommen wird, zumindest zeigen wird, was Aqua nun tun wird. Genau das wird jetzt gleich beschrieben. Also was tut Aqua, während Ventus schläft und Terra verschwunden ist? Das werden wir gleich erfahren. Deswegen werde ich jetzt in den Credits hier gar nicht so viel erzählen können und auch gar nicht so viel erzählen wollen. Denn es kommen noch mal Credits, denke ich mal. Wir werden jetzt zumindest noch eine kleine, wenn auch eine feine Story nochmal erkennen, die dann halt quasi alle drei Szenarien abschließt. Soweit, dass es mit dem richtigen Kingdom Hearts Universum losgehen kann. Und ja, viel mehr habe ich nicht zu erzählen. Jetzt kommt ja gleich was. Wahrscheinlich im nächsten Part, denke ich mal. Ich denke mal, ich werde das so schneiden, dass es im nächsten Part dann weitergeht.
Oh, da sehen wir nochmal Zack, da sehen wir nochmal alle aus den jeweiligen Universen, auf die wir hier getroffen sind in unserem jetzigen Durchlauf. Und ja, die beiden auch. Die Dame dort hinten scheint im Gegensatz zu ihnen nichts gegen Experiment 626 zu haben, sondern die scheint die Bevölkerung schützen zu wollen. Er scheint ein persönliches Problem gegen das gute Experiment zu haben. Sonst hätte sie ja nicht gesagt, er könnte eine Gefahr für uns darstellen, deswegen stellen wir ins Exil, aber wenn er sich gut anstellt, dann lassen wir ihn auch wieder frei. Das war ja seine Aussage soweit. Ihre Aussage soweit. Also sie scheint keine Böse zu sein, deswegen hat Aqua auch nicht den Bösen gedient oder so, sondern... Ja, man hat halt nur an der Stelle wieder gesehen, dass Aqua gerne Befehlen folgt. Und das teilweise auch ohne an die Konsequenzen zu glauben, obwohl ich finde, das waren gar keine so großen Konsequenzen. Ventus war wirklich sehr jung und noch nicht sehr erfahren, also ihn zurückzuholen, weil ich finde, keine Fehlentscheidung von dem Meister und auch nicht von ihr. Und Terra zu beobachten, nachdem mit ihm Dunkelheit gekeimt ist, ist, glaube ich, auch keine so negative Sache. Also verstehe ich nicht, was die beiden dagegen Aqua hatten. Aqua ist einfach das perfekte Etwas. Sie hat einfach fast keine Schwächen. Und die ist meiner Meinung nach die sympathischste Charakterin von mir, weil sie halt einfach, ja, wirklich extrem nett, freundlich zu allen ist und auch wirklich, wirklich das Gute in Person, so kann man sagen. Und deswegen ist Aqua auch meine Lieblingsperson von den dreien. Und deshalb hatte ich sie mir auch bis zum Ende aufgespart. Und damit sind wir auch mit Aqua durch. Die Suchende. Schwierigkeitsgrad normal geschafft. Vollständigkeit der Berichte sind 41%. Besiegt die Gegner 786. Häufigstes Kommando ist die 1-Klinge mit 202 Mal. Häufigstes Kommando ist die des Ars Magica mit 23 Malen. Und am häufigsten verwendeter D-Link ist Terra beim ersten Bossfight, als wir noch keine Heilung hatten. Eine Spielzeit von 17 Stunden stimmt nicht ganz. Und ich habe während des 24-Stunden-Streams ja die erste Hälfte des Spiels aufgenommen. Und da habe ich einfach während des 24-Stunden-Streams die Playstation laufen lassen. Das heißt, ich habe da einfach, was weiß ich, wie viele Stunden einfach drauf bekommen auf die Spielzeit. Deswegen wundert euch nicht an die Spielzeit, die stimmt natürlich nicht. Ihr habt gesehen, was ich gespielt habe. Ich habe offscreen kein bisschen gespielt. Also ihr habt alles, was ich in diesem Durchlauf gespielt habe, auch gesehen. Und deswegen gehen wir ins Speichermenü und speichern auch Aquas vollständigen Spielstand. Und schauen uns an, was das Spiel uns diesmal sagt, nachdem wir drei abgeschlossene Spielstände haben. Hier haben wir einmal Ventus abgeschlossen, Terra abgeschlossen und jetzt haben wir auch Aqua abgeschlossen. Durchspielerteil gespeichert. Sie können später wichtig werden, solltet ihr sie behalten. Was heißt denn, sie könnte später wichtig werden? Wenn ich jetzt auf neues Spiel gehe... Okay, ich bin gerade verwirrt. Wir sind doch mit allen dreien durch. Was genau muss ich jetzt machen? 16.02., 23.02., 13.03. Okay, ich guck mal kurz, was ich jetzt genau machen muss. Ob ich ein neues Spiel starten muss? Ich denke vermutlich schon. Wahrscheinlich werde ich dann da, wo man Aqua Terra Ventus auswählen muss, kann man dann wahrscheinlich noch Finale oder so auswählen. Trotzdem werde ich an dieser Stelle erstmal diese Folge. Beim nächsten Mal geht es dann mit dem großen Finale weiter. Je nachdem, wie lang das Ding ist. Eine Folge, zwei Folgen, drei Folgen, ich weiß es ja nicht. Sehen wir uns dann wieder. Also bis dann und auf Wiedersehen. Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Wir wollen uns jetzt das große Finale stürzen und zwar haben wir dafür was vergessen. Und zwar, wir müssen in die Mirage Arena, wusste ich nicht. Deswegen müssen wir nochmal hin. Und zwar, um in die finale Episode kommen zu können, müssen wir jeden Xehanort-Bericht bekommen haben. Jeden einzelnen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12. Und den Brief am Anfang. Und... eigentlich kann man keinen davon verpassen, nur Xehanorts Bericht Nummer 5.
Der ist nämlich nur machbar, wenn man mit Terra hier in der Arena kämpft. Da muss man erstmal drauf kommen. Und zwar muss man mit Terra hier in der Arena irgendjemanden besiegen. Und ich habe keine Ahnung, wer das sein wird. Bis zur letzten Minute. Boss-Herausforderung. Nee, Bonus-Herausforderung. Warte mal. Ich habe hier nebenbei zum Glück eine Seite offen. Da kann ich kurz gucken, was ich dafür machen muss, um das hinzukriegen. Und zwar, wir bekommen das mit einem Sieg in geachteter Wächter in der Mirage Arena. Weberfieder, Tag der Abrechnung. Wow, habe ich nicht. Also muss ich erst irgendwas schaffen, damit ich geachteter Wächter kriege oder was? Och, das ist doch kacke. Starten wir mal ganz hinten, so. Wow. Gut, dann werden wir wohl noch ein bisschen brauchen, bis wir in die finale Episode können. Warum gibt man denn eine optionale Arena da rein, die dann doch nicht optional ist? Dann hätte man sie doch gleich im Spielverlauf mit integrieren können. Also, wir können also auch in Monstro kämpfen, alles klar. Obwohl es Monstro als Welt hier gar nicht gibt. Interessant. Okay, die sind zu stark für uns. Ja, dann weiß ich, was ich jetzt zu tun habe. Alles klar, bringt mich um, bitte. Das Finale wird es wohl in 3 Monaten ungefähr geben, weil dann werde ich genug gelevelt haben in diesem Spiel, um alle Missionen schaffen zu können. Oh Mann, ich will doch nur in die letzte Welt. Meine Fresse. Ich will doch nur die reine Story machen. Ich will doch gar keine 100% machen. Ich will doch nur die Story zeigen. Leider ist die Story extrem wichtig, die in der letzten Episode gezeigt wird. Für das Verständnis, was Kingdom Hearts Birth by Sleep mit dem Ende zu tun haben wird und was in Kingdom Hearts 3 noch mit dieser Storyline quasi zu tun haben wird. Das heißt, ich muss es euch zeigen, um euch das Ganze verständlich zu vermitteln. Ärgert mich jetzt, weil ich muss jetzt ganz viel offline, offscreen leveln, aber naja, kann ich leider nichts ändern. Also wie gesagt, das kann sein, dass der nächste Part und die finale Episode einiges auf sich warten lässt. Weil ich jetzt erstmal richtig viel leveln musste, damit ich hier die Mission überhaupt schaffen kann. Es sind nur Kämpfe. Das heißt, ich werde das offscreen machen, die Arena, und wir werden uns dann in der letzten Arena wiedersehen. Also einfach die Arena machen. Wie gesagt, ihr müsst die Mission geachteter Wächter schaffen. Mit Terra, nur mit Terra geht das. Mit Terra in der Arena die Mission geachteter Wächter schaffen in der Mirage Arena, um Xenots Bericht Nummer 5 zu erhalten. Ich kann noch mal kurz gucken. Geachteter Wächter ist der 5. Kampf in der Mirage Arena in Kingdom Hearts Birth by Sleep. Und mehr Infos gibt es dazu nicht. Also der 5. Kampf. Wahrscheinlich bis man alle anderen Kämpfe geschafft haben und dann schaltet man den frei. Ja, gut. Wie gesagt, sehen wir dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann hoffentlich den Kram hier gemacht haben. Bis dann und auf Wiedersehen.